Moin Moin zusammen. So, Sonntagmorgens. Ich hatte es ja schon mal angedroht. Es gibt eine neu kalibrierte Bewertungsskala. Das Video dazu verlinke ich noch. Das wollte ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit besprechen, weil wir besprechen ja den Roman. Genau. Es geht um diesen Roman hier. Das ist die Nummer 3164. Michael Markus Thorner, Lloyd und das Caofactum. Aktivatorträger in tiefer Vergangenheit. Sie kämpfen gegen die Sendboten des Quintaren. Ja, Cover sehr schmissig. Also man sieht halt hier, jemand steht halt hier in der Eislandschaft im weißen Raumanzug und es kommt irgend so ein Wolfswesen um die Ecke geschlendert. Genau. Hat so ein bisschen was Horrormäßiges, so ein Werwolf. Sieht so ein bisschen so aus, genau. Natürlich habe ich wieder top vorbereitet und vergessen zu gucken, wer das Bild gemalt hat. Das holen wir gerade schnell nach. Dank Peripedia geht das recht zügig und gut. Wenn ich es denn vorher aufgemacht hätte, clevererweise, und richtig geschrieben hätte. So, aktuelle Handlung. Lloyd und das Caofactum. Dirk Schulz. Ja, schönes Cover, gefällt mir ganz gut. Doch, hat was. Also sehr atmosphärisch, trifft, glaube ich, den Roman recht gut. Also man sieht, es hat so ein bisschen was Kammerspielmäßiges. Aber ist nicht schlimm. Also, schöner Roman. Und ich bin froh, dass es genau dieser Roman zum Reboot des Wertungsskala geworden ist, weil hier gibt es eine Menge zu erzählen. Genau, so fange ich mal an. Erste Frage ist, hat mir der Roman gefallen? Ja, unglaublich gut und gleichzeitig hat er mich unglaublich geärgert. Es ist alles drin, was gut ist und es ist alles drin, was schlecht ist. ja, das ist so die Zusammenfassung von meiner Gefühle zu diesem Roman. Also ich wollte nicht missen, um Gottes Willen, aber es gibt auch ein paar Punkte zum Anmerken. Also ideales Futter für den Kritiker. Ja, worum geht es überhaupt in dem Roman? Man sieht es halt schon hier. Anhand des Titels, des Untertitels, Fabau schickt halt einen Agenten via Caofactum in die tiefe Vergangenheit der Menschheit, beziehungsweise halt in die frühe Zeit des Solaren Imperiums, also Anfangszeit Perirhodan. Ich glaube, war sogar schon vereintes Imperium. Ja, und dort muss sich Thelma Lloyd halt mit einem übermächtigen Gegner herumschlagen, und zwar dem Agenten des Chaos. Also ist ein paar Nummern zu groß für die damalige Zeit. Allerdings schlägt er sich erstaunlich gut dabei. Also ja, das ist immer so unser Sense of Wonder Part. Ja, genau. Ich fange schon mal direkt mit den Punkten an. Nee, beziehungsweise, also es gibt nicht wirklich Neues bei Punkto Sense of Wonder. Das heißt, nach meiner super tollen Bewertungsskala, wenn ich da nichts wirklich zu sagen kann, bleiben wir bei einer 1. Das passt schon. Genau. Also, es hält sich wirklich die Waage. Also es gibt zwar Kosmokratentechnologie, aber es ist alles schon mal da gewesen. Ja. Wir haben den Punkt davor noch vergessen, unseren Punkt Immersion. Den mache ich zum Schluss. Wir wollen es ja spannend halten. Genau. So, Zyklusrelevanz. Ja, an dieser Stelle hatten wir einen wirklich super tollen Gastroman. Das war wirklich super toll. Also, ich muss sagen, der Roman hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und der Punkt Zyklushandlung hat da, glaube ich, so null Auswirkung. Wirklich. Also, wir beschreiben dann einen perfekten Bogen, einen perfekten Kreis. Wir sind an der Stelle, wo wir aufhören, genau da, wo wir angefangen haben. Und ich würde sagen, diesen Roman könnte man rein theoretisch komplett ersatzlos streichen. Es würde wahrscheinlich nichts, absolut gar nichts im Verlauf des Zyklus ändern. Man könnte sich darüber streiten, ob da Verbaut, der im Glanze da unglaublichen Erkenntnisgewinn zieht und ob er da so beeindruckt ist, dass er wieder sang- und klanglos abzieht, obwohl er ein starkes Argument hat, natürlich seinen K.O.-Porter weiterzubringen, am Leben erhalten zu wollen, kaufe ich nicht. Also, ja, ich würde sagen, an dieser Stelle, besorglos im Zyklus, leider null. Also, ich sehe nichts, ich kann nichts erkennen, beim besten Willen nicht. So, da machen wir eine dicke, fette Null, da gibt es auch kein Komma dahinter. Man könnte sich rein theoretisch philosophieren, ob es da vielleicht noch was gäbe. Ja. Gut, wir lassen es erstmal bei 0
und kommen zur Umsetzung der Leistung des Autors. Und ich muss sagen, diesen Roman wollte ich definitiv nicht missen. Es ist erzählt eine tolle Geschichte. Es hat tolle Charaktere, die sind wirklich super toll, liebevoll ausgearbeitet. Einen fiesen Antagonisten, der ist richtig fies, also der gefällt mir gut. Thelma Lloyd bekommt unglaubliche Tiefe, also das hat der Figur extremst gut getan. Also das ist ein Monument für Thelma Lloyd. Also definitiv beide Daumen hoch. Und es ist eine tolle Liebesgeschichte noch mit drin, oder beziehungsweise halt eine sehr ambivalente, aber wirklich tolle Geschichte. Mit unserer arkonischen Top-Spionin, Yovona von Cadrant. Also das beleuchtet so ein bisschen so dieses Zusammenleben in diesem zusammenschmelzenden vereinten Imperium, wobei der Name Imperium natürlich doof ist, aber das ist halt historisch bedingt. Ja, hätte man da vielleicht eine andere Wortwahl gehabt, hätte das vielleicht sogar... Na gut, es hätte natürlich viel Spannung rausgenommen. Also ich muss sagen, an dieser Stelle, ich hatte ja gesagt, es gibt per Default einen Punkt und wenn ich einen Grund finde, das hochzuziehen, würde ich sagen, ja, da finde ich eine ganze, ganze Menge Punkte. Tolle Charaktere, tolle Geschichte, toller Charakterausbau, fieser Antagonist, tolle Gegenspielerin, auch, auch unsere Akonidin, also die Stützpunktkommandantin, auch super toll. Man kann das alles nachvollziehen, das ist wirklich toll. Und das ist ein vollverdienter Bonuspunkt und damit sind wir dann bei 2 Punkten. Für den Autor, für die Leistung. Super toll geschrieben, toller Roman. So, ich hatte den Punkt Immersion gehabt. Also den habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. War jetzt nicht ganz absichtlich, aber es passt jetzt an der Stelle, glaube ich, ganz gut. Ja, wie habe ich diesen Roman gelesen? Man muss da, glaube ich, definitiv zwischen was geschrieben wird und wie es geschrieben wird unterscheiden. Und über das, was ich geschrieben wurde, habe ich mich eigentlich unglaublich geärgert. Weil im Prinzip, es haut uns so komplett aus dem Zyklus raus. Es ist so eine wirklich, wir befinden uns im Jahr 2000, schieß mich tot, neuer galaktischer Zeitrechnung. Wir haben riesen Gefahren da. Wir hätten eigentlich super tolle Geschichten da. In der aktuellen Milchstraße, das Chaos trifft auf Ordnung. Es steht da eine Art Höhepunkt zu und wir machen hier so eine Nullnummer. Also wirklich so, wir drehen uns einmal im Kreis gegen die Vergangenheit. Und landen genau da, wo wir angefangen sind. Ja, das hat mich unglaublich geärgert. Das war auch schon auf den ersten Seiten klar, dass das mich unglaublich ärgern wird. Ja, ich muss sagen, ich habe es aber trotzdem gelesen. Also, weil es fing schon recht gut an. Also es war wirklich super toll geschrieben. Das ist, glaube ich, der Verdienst von Michael Markus Turner. Die Geschichte hat mich unglaublich mitgenommen. Sie war jetzt aber nicht so, dass ich wirklich alles um mich vergessen hätte. Also ich habe im Prinzip dieses Heft so gelesen, wie es ist. Ich habe die Geschichte gelesen, ich habe den Report gelesen mit Gastroman. Das war eigentlich perfektes Thema. Also Ben Kavin Haris Report war super toll gemacht, hat mir super gut gefallen. Ich habe den Roman gelesen bis zu der Stelle, ich habe den Report komplett gelesen und habe dann ansatzlos bei der Geschichte weitergemacht. Das hat mich nicht rausgeschmissen, weil es ist wirklich ein perfekter Gastroman von einem Stammautor. Ja, ja, ich würde jetzt sagen, Hyperraum ist definitiv übertrieben, aber ich denke, das war definitiv absolut in Ordnung. Es hat mich in der Handlung gehalten. Ich habe es am Stück wirklich, wirklich am Stück gelesen. Das Einzige, was mich wirklich rausgekickt hat, sind die Leserbriefe. Also da, ja, das mache ich nach dem Cut. Also das, was mich wirklich geärgert hat in diesem Roman, sind die Leserbriefe. Okay, so, die gehören aber nicht zum Roman dazu. Das ist Beiwerk. Ich würde sagen, an dieser Stelle vergebe ich einfach 3 glatte Punkte, weil es war am Stück gelesen, es hat mich nicht wenig weggehauen, also es war schon toll. Das, wie es geschrieben wurde, hat mich überzeugt. Das, was geschrieben wurde, im größeren Zyklus-Zusammenhang, also im großen Spannungsbogen, hat mich absolut gar nicht überzeugt. Das war eine Nullnummer. Also wir sind bei glatten 3 Punkten. So, in Summe macht das 6 Punkte von 10. So, hört sich jetzt hart an, ist nach neuer Skala aber ein Roman, der absolut in Ordnung ist. Ja, das, was man auf der einen Seite an Zyklusrelevanz hat liegen lassen, hat man durch Qualität des Autors wieder weggemacht. Hebt sich dann so wirklich auf Null auf, also das hält sich alles die Waage. Ja,
Ich habe nochmal ein Video gemacht, halt, wie ich die neue Punkteskala aufziehe. Im Prinzip lässt sich das so erklären. Also im Prinzip alles überhaupt nichts drauf aufzusetzen. Bei Immersion, es war immer schon 3 plus 1, also plus Bonuspunkt. Ich habe jetzt Sets of Wonder plus ein Bonuspunkt, also plus minus halt. Zyklusflow 1 plus minus 1 und Autosprache auch 1 plus minus 1. So. Wenn wir das zusammenzählen, sind wir auch bei 6. Also dieser Roman ist absolut in Ordnung, hat aber Punkte liegen lassen. Er hätte besser sein können. Oder er hätte mehr Punkte bekommen können. Aber das, ja, manchmal ist es einfach auch nicht möglich, weil manchmal bedingt die Art der Geschichte genau die, gibt auf der einen Seite Pluspunkte, auf der anderen Seite zieht er wieder Punkte ab. Also mit 6 Punkten ist jetzt vielleicht hart nach neuer Skala, aber ja. Also es ist wirklich ein toller Roman. Wer auf wirklich tolle Romane steht, definitiv eine Empfehlung. Wer jetzt so auf den Zyklus steht, auf diesen großen Bogen, auf das Umfeld, nochmal links, rechts gucken, in der aktuellen Handlung, für den ist das nichts. Muss man einfach knallhart so sagen. Ja, genau. Das war im Prinzip so das neue Bewertungsschema. Ich verlinke halt auf jeden Fall das Video nochmal drunter, wie die neue Bewertung zu euch kommt. 6 Punkte ist jetzt hart, hört sich jetzt hart an. Früher hätte ich wahrscheinlich auch mehr gegeben, aber so wie es jetzt ist, ist es ein Paradebeispiel. Also wirklich perfekt, um die neue Skala zu erklären. Ja, 6 Punkte, der Roman ist absolut in Ordnung. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sagen würde, den. Also es wäre schade, wenn er nicht da gewesen wäre. Ich mag gute Geschichten. In diesem Zykluszusammenhang und was eigentlich das Alleinstellungsmerkmal ist oder das wirklich das große neudeutsche Wort, ich hasse das, Asset, also das, was wirklich in Perry-Rodan wirklich toll ist, sind halt diese großen Bögen, ist die durchgehende Handlung und ja, da hat man, glaube ich, einmal eine Schleife gedreht, ja, und kommt dabei plus minus null raus. Ja, da kann man sich jetzt drüber ärgern oder nicht, aber ja, es passt. Ich überlege gerade, ob ich nochmal einen Cut machen soll und nochmal tiefer in den Roman eingehen soll. Ich glaube, ich mache es mal. Also, machen wir nochmal einen Cut. Also, wer den noch nicht gelesen hat, liest ihn. Also, er lohnt sich definitiv. Es ist ein toll, super toll geschriebener Roman. Also, es ist allerdings ein Gastroman, muss man ganz klipp und klar sagen. In puncto Zyklushandlung, also den kann man auch mal so zwischendurch lesen. Er schafft eine Grundvoraussetzung durch eine Art Deus Ex Machina. Aber ja, ist aber ein toller Roman. Also lässt sich gut lesen. Ist auch, glaube ich, was für so Fans der Anfangszeit. Die kommen da, glaube ich, voll auf ihre Kosten. Ist toll geschrieben. Aber gut, lest ihn. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Aber in puncto Gesamtbogen, dem Element der Serie, dem Element der fortlaufenden Handlung, ja, war es eine Schleife ohne Auswirkung. Okay, so, machen wir Cut. Ich glaube, ich habe schon alles erzählt, so an Wertung. Ja, worum geht's? Also im Prinzip, wir haben ja schon erzählt, V-Baut schickt halt ein Kao-Faktum zurück in die Vergangenheit. Das ist so ein bisschen Deus Ex Machina-Geschichte. Also es wird nicht erklärt, wie es funktioniert, sondern nur, dass es funktioniert. Wir haben unseren Galyp, das ist Fenrix Abgesandter. Ist so ein Wurzelgenom. Also man sieht es halt an der Innenillustration. Ich weiß nicht, ob ich die finde auf die Schnelle. Genau, hier, das ist er. Also so ein Zwergwichtelgnom mit Lampe und Stab. Sieht harmlos aus, ist aber natürlich ein chaotarischer Diener, also höherer Mächte. Ja, also super toll geschrieben, schöner Charakter. Also richtig fieser Wichtel oder Gnom. Vielleicht Gnom mehr, aber ja. Also ja, toll beschrieben. Es geht, wie gesagt, zurück in die Anfänge des Solaren Imperiums, beziehungsweise halt die Anfangszeit des neuen geeinten Imperiums. Also Atlan hat gerade seinen Imperator-Job an den Nagel gehängt und macht die Uso auf. Genau. Bulli reist an, übernimmt seinen Posten, Fremmerleut und Michael Tiflor sind gerade da. Es gibt Wachablösung und Bulli muss sich dann da jetzt da durchschlagen und die Geschichte nimmt eigentlich im Prinzip auf dem Heimweg ihren Lauf. Also das heißt, sie haben noch eine Arkonin als Botschafterin mit, die halt auch abgelöst wird und treffen halt auf einen geheimnisvollen Planeten, wo halt dann dieses Kao-Faktum aktiv wird. Genau. Ja.
Man merkt, das ist so ein bisschen konstruiert, natürlich. Das K.O.-Faktum greift halt dran ein. Es zieht sie zu diesem Planeten hin, sehr konstruiert. Also wahrscheinlich so eine Art retrograder Eingriff in die Vergangenheit. Das hatten wir auch schon mal. Das klingt ganz stark nach Tees. Ja. Was uns vielleicht zu der Idee führt, wohin führt dieser Zyklus? Könnte man da irgendwie noch einen Bogen zu Tees schlagen? Könnte man da vielleicht noch was erzählen? Was ist mit S? Was ist mit den kosmischen Mächten? Ja, also es hat so auch so ein bisschen, an diese eine der Meister der Insel-Geschichte, wo jemand in die Vergangenheit geschickt wird, um dann irgendwie Homer G. Adams am Anfang auszuschalten, um halt dann irgendwie das Solare Imperium nicht entstehen zu lassen. Also das sind immer so Zeitreisegeschichten, ist immer die schwarze Magie in der Science Fiction. Also ich bin nicht unbedingt ein Fan von solchen Geschichten. Manchmal ist es einfach nur eine Nullnummer. Die Erkenntnis ist halt, dass es eine Nullnummer ist. Ich habe noch ein anderes Buch gelesen, das halte ich vielleicht mal in die Kamera. Das finde ich, das ist eine Zeitreisegeschichte eigentlich, die super toll gelungen ist. Hier, das ist halt Kleine Wunder um Mitternacht. Keigo Higashino, sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Das hätte ich ein bisschen üben müssen. Aber das ist ein super toll geschriebener Roman, habe ich aus dem Perirodan Online-Shop. Also die haben wirklich super tolle Bücher, guckt auf jeden Fall mal rein. Also das ist auch was ein bisschen anspruchsvolleres, ein super toll geschriebener Roman. Ist so eine Halbmischung aus Briefroman und Zeitreisegeschichte, also wirklich super toll geschrieben. Erinnert mich ganz stark an diesen Roman. Also wirklich, ist es auch so eine Art, so ein bisschen Deus Ex Machina mit dabei. Es ist eine super tolle Geschichte, super toll beschrieben. Also wer diesen Roman super toll findet, sollte sich definitiv im Perioden Online-Shop das Ding angucken. Also ich finde es super toll beschrieben. Genau. Gibt nochmal eine eigene Rezension dazu. Jetzt hatte ich mir gedacht, dass ich vielleicht nochmal so ein paar Bücher links, rechts der Hauptserie mal mache, mal wieder so ein bisschen auf allgemeinere Science Fiction eingehe. Und ja, also super schöner Roman, super toll geschrieben. Leider dreht er eine Schleife und man hätte ihn dadurch dann auch weglassen können. Ist natürlich schade. Also ja, das war wirklich der perfekte Gastroman von einem Stammautor. Es ist wirklich schön zu lesen. Allerdings dreht er eine Schleife ohne erkennbare Auswirkung für mich. Vielleicht kommt ja noch was, wer weiß. Im Moment kann ich es leider nicht erkennen, beim besten Willen nicht. Ja, vielleicht ist das einfach so ein Fundamentstein, der einfach sein muss. Super perfekt gesetzt. Ja, hat mir gut gefallen und hat mich unglaublich geärgert. In dem Sinne, 6 Punkte ist hart, hatte ich auch schon geschrieben. Das ist so die Standard. Alles in Ordnung eigentlich. Ich überlege, ob man da irgendwie noch hätte was gewinnen können. Ja, was hätte mehr Auswirkungen haben müssen. Und ja, es hätte irgendwie vielleicht dann doch nicht so weit ab vom Schuss gehen können, sollen, müssen. Weil das hatte wirklich jetzt nichts wirklich mit dem aktuellen Thema zu tun. Okay, in dem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag. Oh, moin, zieht gerade der Himmel zu bei uns. Ich bin vorhin bei blauem Himmel spazieren gegangen. War so leichter, fieser Wind, aber ja, im Moment, es wird gerade mächtig grau und wirklich. In dem Sinne, guckt, ob ihr noch ein regenfreies Fenster findet zum Spazierengehen. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Luftbewegung, Licht tut auf jeden Fall gut. Und in dem Sinne, ja, schöner Roman. Unglaublich nett, unglaublich ärgernd. In dem Sinne und ja, bis zur nächsten Rezension. Macht's gut und habt einen schönen Sonntag.